Das digitale Learning Agreement. In diesem Video erfahren Sie alle allgemeinen Informationen zum DLA. Was ist ein DLA? Das DLA oder auch Digitale Learning Agreement ist eine Lernvereinbarung, die Sie als Studierende mit der Universität Stuttgart und ihrer Gastuniversität schließen. Das heißt, Sie treffen eine Entscheidung darüber, welche Kurse Sie im Auslandssemester an Ihrer Gasthochschule besuchen möchten und welche Kurse Sie sich dafür an der Universität Stuttgart anrechnen lassen wollen. Da die richtige Kurswahl eine gezielte Planung benötigt, müssen Sie im Vorfeld mit Ihrer Erasmus-Plus-Fachkoordination in Ihrem Fachbereich sprechen und Ihre Wahl gemeinsam festlegen. Wie trage ich meine Kurse ein? Vor der Kurswahl müssen Sie eine Sprache wählen, in welcher Sie im Ausland überwiegend studieren werden. Bitte beachten Sie dabei, dass Sie nur eine Sprache angeben können. Steht alles fest, können Sie loslegen und Ihre Kurse, die Sie an der Uni Stuttgart anrechnen lassen wollen und Ihre Kurse, die Sie im Ausland besuchen wollen, eintragen. Sie müssen mindestens einen Kurs an Ihrer Heimathochschule eintragen. An Ihrer Gasthochschule müssen jedoch Kurse mit einem Wert von mindestens 15 ECTS gewählt werden. Wenn Sie keine Kurse in Stuttgart anrechnen lassen wollen, tragen Sie bitte einen Strich oder einen Hinweis darüber, dass keine Kurse angerechnet werden, in das Freifeld ein. Die ECTS-Punkte sind dementsprechend bei 0 Punkten und müssen ebenso eingetragen werden. Falls sich die angebotenen Veranstaltungen bis zu Ihrer Ankunft ändern oder Sie einen Kurs wechseln möchten, können Sie Ihr DLA während Ihrer Mobilität noch einmal anpassen. Jetzt müssen Sie Ihr DLA nur noch einem letzten Check-up unterziehen, bevor Sie digital unterschreiben. Sind alle Kurse an Ihrer Heimat- und Ihrer Gastuniversität eingetragen? Haben Sie alle Felder ausgefüllt? Wenn Sie keine Kurse anrechnen lassen, wurde das Freifeld mit einem Strich und das ECTS-Feld mit 0 ausgefüllt? Und zu guter Letzt, sind in Ihrem DLA die richtigen Ansprechpersonen angegeben? Das heißt, stimmen Name und E-Mail-Adresse Ihrer Fachkoordination in Stuttgart und im Ausland? Wenn Sie alles mit Ja beantworten können, können Sie nun Ihr DLA digital unterschreiben. Danach wird es automatisch an Ihre Fachkoordination in Stuttgart übermittelt. Wenn es jedoch Probleme gibt und nicht die richtige Ansprechperson angegeben ist oder das Feld leer ist, melden Sie sich bitte bei uns per Mail. Wie geht es jetzt weiter? Ihr DLA benötigt für eine vollständige Gültigkeit 3 Unterschriften: Ihre, die der Fachkoordination in Stuttgart und die der Fachkoordination im Ausland. Welchen Status Ihr DLA im Moment hat, also auf welche Unterschrift Sie gerade warten, können Sie in Mobility Online einsehen. Ihr DLA wird zunächst von Ihrer Heimatinstitution und danach von Ihrer Gastinstitution geprüft werden. Es kann vorkommen, dass Ihre Gastuniversität Ihnen mitteilt, dass sie kein digitales Learning Agreement empfangen kann oder ein anderes System als Mobility Online nutzt. All dies wird jedoch automatisch systemintern im Hintergrund überprüft. Wenn Ihre Gastuniversität ein DLA empfangen kann, dann wird dieses automatisch übermittelt, auch in ein anderes System, zum Beispiel Dashboard oder Move On. Ist dies nicht der Fall, wird automatisch ein Signierlink per E-Mail verschickt. Sollte es dennoch Probleme geben, können Sie sich gerne bei uns per Mail melden. Wir finden dann eine Möglichkeit, das DLA zu übermitteln. Ob Ihre Gastuniversität nun direkt innerhalb des Portals unterschreiben kann oder nicht, als Studierende der Universität Stuttgart können Sie immer ein DLA erstellen und benötigen das PDF-LA nicht, deswegen müssen Sie es auch nicht ausdrucken oder händisch unterschreiben lassen. Was passiert, wenn mein DLA nicht anerkannt, sondern abgelehnt wurde? Wir informieren Sie auf jeden Fall,
egal ob ihr DLA von ihrer Heimat- oder Gastuniversität abgelehnt wurde. Ihr DLA muss daraufhin von Ihnen angepasst werden. Sprechen Sie mit Ihrer Fachkoordination, wenn Sie sich bei den Änderungen unsicher sind. Nachdem Sie alles geändert haben, können Sie Ihr DLA erneut digital unterschreiben und der Prüfungsprozess beginnt von vorne. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihr DLA in Mobility Online zu erstellen, schauen Sie gerne in unsere Videoplaylist. Dort finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung des DLAs. Außerdem können Sie sich jederzeit bei uns per Mail melden.